Na gut, er zerstört da ein bisschen die Landschaft, wo die Gavra drum latschen, aber irgendwas ist ja immer. This video is for the included. Ein herzliches Willkommen und hallo. Beschwingte Musik, beschwingte arbeiten Minions, wir bauen Häuser, wir bauen eine Mine, wir bauen Straßen. An dem Punkt haben wir uns ja letztes Mal getrennt. Und ja, nun warten wir ab der Dinge, die da passieren. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Arbeitskraft irgendwo rausgezogen. Aus anderen Berufszweigen, dass mir die Ökonomie hier wieder um die Ohren fliegt. Aber ich glaube, diesmal sind wir ganz gut dabei. Vor allem, wir haben das Food Limit 50.000. 50.000 Food Limit und wir sind immer noch gut dabei, dass die Leute uns nicht die Haare vom Kopf fressen. Das finde ich super. Das gefällt mir. Wir könnten sogar noch einen Storage Barn machen. Achso, deswegen steht da keiner, weil der da nicht mehr hinpasst. Das können wir hier zwischen nochmal vielleicht welche machen. Schauen wir mal. Der Markt schließt das jedenfalls alles mit ein. Das ganze Gebiet hier, das ist schon mal gut. Das heißt, die neuen Häuser sind auch am Markt. Und da sind gleich die Kinder. Das ist ja hier wieder. Zwei Kerle, ein Arbeiter und ein Kind. Tja, Alleinerziehende gibt es auch hier. Ja, da ist noch China drin. Größeres Häusle. Steinschneider und Student. So stellen wir uns die Gesellschaft vor. Zumindest hier. So, die Mine ist fertig. Sie produziert Eisen und diese produziert Kohle. Das ist doch gut. 2 von 15 sind hier drin. Und hier sind 3 von 15 drin. Also könnten wir doch hier noch ein mehr nehmen. Ach nein, das geht nicht. Weil dann fehlt er hier. Dann müssen wir erst erhöhen. Und dann geht. Ah, okay. Damit passiert das dann automatisch, ja. Okay, jeweils 3 Arbeiter drin. Sehr gut. Handwerker brauchen wir gerade nicht mehr. Bevölkerungswachstum haben wir im Griff. Können wir auch mal wieder den Speed etwas runternehmen. Übrigens, das mit dem Speed runternehmen, das ist ein guter Tipp von einem Zuschauer. Ha, glaubt man ja gar nicht, ne? Ich höre mir das an und lese Kommentare und so. Sogar private Nachrichten, Mails und persönliche Gespräche an Kaffeemaschinen nehme ich zur Kenntnis. Deswegen, so, jetzt ist das alles hier ein bisschen langsamer und schöner. Und ich würde sagen, das passt erstmal ganz gut für die Ökonomie. Geht es unserem letzten Storage-Barn hier oben, der ist auch schon wieder zu 58% voll. Das ist doch gut. Das Food Limit könnten wir ein bisschen erhöhen. Machen wir daraus 75.000. Zack. Sicher, sicher. Und hieraus machen wir 300 und 300. Und das Stone Limit machen wir auch mal auf 300. Er ist da schon wieder fertig, Mr. Iron Tool. Na, der nein, so viele nicht. Der könnte sich aber auch mal auf 75 steigern, würde ich sagen. Ah, Steel Tools. Wenn wir jetzt einen kontinuierlichen Zugang zur Kohle haben,
könnten wir auch auf Steel Tools umstellen. Dafür bräuchten wir aber einen zweiten Blacksmith in der Stadt. Weil ich möchte eigentlich... Na toll. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Und dann bleiben wir mal bei 50 hier. 50 war gut. Lock and Iron. So. Auf Steel Tools vielleicht wechseln. Müssten wir gucken. Also brauchen wir einen weiteren Blacksmith. Blacksmith, Blacksmith, Blacksmith. Where are you hiding, my dear? There you are, dude. Nope. Na, ah, hier passt das alles überhaupt nicht hin. Hier ans Wasser will der auch nicht, oder? Nee. Alles zu klein. Der könnte ja hierher. Ist jetzt nicht so weit ab. Na gut, er zerstört da ein bisschen die Landschaft, wo die Gatherer drum latschen, aber irgendwas ist ja immer. So, Bevölkerungswachstum, Production. Ja, ja, bla bla, Overview, Inventory Graphs. Das letzte Jahr so ist leicht jetzt angestiegen. Letzten zwei Jahre vielleicht angucken. Herbs. Herbs geht runter. Food. Relativ stabil. Log. Ist halt den Bauschwankungen unterlegen. Ganz schlimmes bei Stone, ist klar. Iron, Tendenz abfallend. Also wir müssen mehr Iron produzieren. Mehr Eisen braucht das Land. So, und Firewood. Firewood ist auch so eine Sache, weil die erfrieren mir sonst alle wieder. Davon habe ich ja jetzt schon jede Menge. Das Limit ist bei 700. Und wir sind bei einer Kapazität von Firewood. Ach, ey. So ein bisschen komisch ist das ja schon, wie das hier alles so ist. So, look. Firewood. Wo ist der Firewood? Das sehe ich hier gar nicht. Nomaden habe ich nicht. Name by Quantity. Okay. Iron Tools. Ach, ich habe einen Tailor. Ich habe einen Schneider. Items in Homes. Firewood, da ist es. 1170. Das wird schon wieder so ein Ding hier. Also die werden mir bald wieder anfangen zu erfrieren, am Ende dieses Winters spätestens. Das heißt, ich brauche noch mehr von den Holzschäler-Typen. Das passt auf jeden Fall erstmal so. Wo sind denn die Woodcutter Firewood? Ist ja auch schon wieder so ein... Ist schon wieder so ein mega Gebäude. Ja. Wie breit ist das? So ein Storage Barn. Hier, ne? So, 3, 4 Weg. 1, 2, 3, 4 Weg. 1, 2, 3, 4
Weg. Und natürlich, das Mistvieh ist 5 breit. Hm. Wo war das nochmal? Storage Barn. 5 ist das breit und noch ein Weg. Okay. Eins, zwei, fünf und ein Weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf und ein Weg. So. Naja, warte mal. Erstmal die Verbindung hier bauen. Und natürlich auch die Verbindung bauen und die Verbindung bauen. Ja, das ist schon mal wieder eine gute Nachricht. Verhungern werden sie nicht. So, der Blacksmith hier, der hätte gerne noch einen Mitarbeiter. Farmer abziehen. Ein Farmer wird zum Blacksmith und der macht Steel Tools, aber macht davon nur bitte 25 erstmal. So. So, und das Firewood Reserve hauen wir mal auf 1000. Jetzt immerhin 2 mehr. So, da können wir nämlich noch 2 machen. Problem ist ja, dass die Bevölkerung nicht so schnell mitwächst, ne? Der hat seine 25 gebaut und ist fertig. Upsala. Dann kann er ja mal 50 machen. Wie geht's der Mine? Warte mal, wo sehe ich diesen Ressourcenstand wieder? Overall in Storage. By name. Kohle? Ja, das ist eigentlich okay. Sorry. Ich habe immer noch keine Mute-Taste. Ein bisschen schade. Aber das auch mehr aus, bitte. So, wir bräuchten dann Schafe und so. Aber sowas haben wir hier ja noch gar nicht. So, dann ausbauen. Okay. Das scheint alles erstmal einigermaßen zu funktionieren. Hier wachsen Kinder nach. Oh, hat das Haus geerbt. Der Elisak hat das Haus geerbt. Ist auch nicht so ein spektakuläre Tode, dass ständig hier diese Glocke läutet.